herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Kartonproduktion läuft theoretisch, praktisch leider nicht. Ich habe jetzt hier hinten noch drin 9000 Hackschnitzel. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Kippe ich die jetzt einfach mal da drüben rein. Ist aber haarscharf hier rumgegangen. Oder mache ich die unten bei... Ich glaube, ich mache beide Kohle rein, ey. Ich kipp die beide Kohle hin. Weil Holzkohle, die Gemeinde wollte mir Holzkohle abkaufen. Wir brauchen noch ein bisschen Geld bis nächste Woche. Das muss fließen. Jetzt können wir uns nämlich die zwei neue Anschaffungen. Ich habe zwei Anhänger gekauft. Sonst können wir uns die nicht leisten. Knapp 90.000 brauchen wir. Das heißt, 11.000 muss man noch verdienen. 15.000 wäre besser. Ich beeile mich mal ein bisschen, dass wir das hinkriegen. Mit Tabak. Ah, Tabak haben wir ja auch noch. Stimmt, wenn ich den Tabak verkaufe, dann haben wir auf jeden Fall genügend Geld. Okay, also das heißt, don't panic. Wir kriegen es auf jeden Fall gebacken. Gut, gut. Das beruhigt mich jetzt. Das beruhigt mich jetzt tatsächlich etwas. Wir haben uns nämlich einen neuen Anhänger gekauft, beziehungsweise bestellt. Das ist der Annaburger. Ist so ein Fieldliner, glaube ich. Der kann Hackschnitzel, Stroh, Heu, solchen Gruscht kann der laden. Und ein Tankfass, weil wir haben ja mit Jürgen geholfen zu ernten. Und da kriegt man eine kleine Gewinnbeteiligung. Das sollte ich auch mal noch in die Verhandlung gehen. Haben wir noch nicht ausgemacht, was ich denn dafür jetzt kriege. Rufe ich den doch gleich mal an. Ja, oder auch nicht. Wenn er wieder frei ist, rufe ich ihn an. Gut. Heute natürlich auch nochmal ohne Albert. Albert krank gemeldet, ohne Krankmeldung. So mehr oder weniger. Keine Ahnung, was bei dem los ist. Aber das wird eine Konsequenz haben. Also ich muss mir irgendwas überlegen. Das kann ja nicht sein, dass der einfach so nicht da ist, ohne Krankmeldung. So, was ist denn jetzt los? Das geht nicht. Schnitzel mal hier hin, dann können wir nämlich gleich die drüben eintanken. Upsasa. Ich bin nur am Hin- und Herfahren, das ist schon ein bisschen heftig heute. Schaufel stehen unten. Nein, muss ich auch. Ich muss noch ernten, ey. Ich bin meine Ernte noch längst nicht durch. Hoffentlich vergammelt mir das Zeug nicht.
fast überlegen, ob ich dem Albert eine Kündigung ausspreche, ey. Ein entschuldigtes Fernbleiben oder so. Nein, Quatsch will ich natürlich eigentlich nicht. Aber der kriegt eine Standpauke nächste Woche. Wenn er wieder kommt. So, dann reicht uns auf jeden Fall die Zeit heute noch, um mal zum Feld zu fahren. Und zumindest einen Teil der Ernte einzufahren. Gut, Moment, wie viel haben wir? 4 Paletten, 3 Paletten. Ja. Bis nächste Woche ist da schon noch mal einiges mehr da. Zum Glück haben wir im Moment nur ein Feld, was wir bewirtschaften müssen. Das andere, das braucht ja noch ein bisschen, das Rapsfeld. Puh. Oh, wird Zeit für einen Mittagsschlaf. Hm? Den Jürgen wollte ich. Ah, Jürgen. Ups. Es ist schon so. Hallo? Ja, Jürgen, ich bin. Hi! Wie schaut's denn jetzt aus mit meiner Gewinnbeteiligung? Ach so, ja, da überweise ich dir auch noch was. Bist du auch im Stadtrat, ne? Mhm. Also, hier wurden zwei Anhänger geklaut in der Gemeinde. Mhm. Und. Kredite von euch, die sind ja auch ein bisschen doof, ne? Warum? Liegen ja an der Bank, oder? Ja. Ja. Ich kann mir nur einen Kredit von 139.000 oder was das war, keine Ahnung. Irgendwas mit 100.000 konnte ich mir nur holen. Mhm. Die habe ich am heutigen Tage schon verdient. Ich wollte mir eigentlich einen Kredit bei euch von 1 Million holen, dass ich mir diese Woche Fahrzeuge bestellen kann, dass ich die nächste Woche hab. Werden innerhalb 20 Fuhren Diesel abbezahlt. Wie viel Kredit waren es denn? 10%? 10%. Scheinbar rechnet die Bank nur von den Fahrzeugen, die man hat. Und nicht vom Landbesitz und Kontostand und allem drum und dran. Ja, wenn das der Neumann so gesagt hat, verstehe ich zwar auch nicht, weil es war früher mal anders. Da ja, hat weil das Land mit reingezählt, aber natürlich ja. Nur das Eigentumland. Ja, ja. Ja, ich kann ihn ja nochmal anrufen dann. Jo, okay. Gut, bis dann mal. Tschüss. Jo, ciao. Es war na toll. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi. Servus. Ja, moin. Du, der Jürgen hat mir gerade gesagt, dass was los? Die Bank irgendwie ihre Richtlinien geändert hat. 20% auf ein Dings. Ja, aber Land gehört auch dazu. Achso, Land, jo. Eigentlich. Zumindest war das früher so. Ich weiß jetzt nicht, was die Bank gesagt hat, weshalb die das geändert haben. Also natürlich nur das eigene Land.
Gepachtete Felder zählen natürlich nicht. Nee, dann habe ich das tatsächlich vergessen. Oh. Wollte sich nämlich schon bei mir beschweren. Oder hat sich bei mir beschwert. Musste ich natürlich gleich mal nachgehen. Ja, rechne ich mal bis nächste Woche dann auch für ihn auch aus. Jo, dein Drescher bräuchte mal dem nächsten Service. Alle Maschinen brauchen von mir einen Service. Oh, der ist bei 60% bald. Der Drescher. Ja. Einfach wieder dann am Hof stellen und dann. Ja, ich sehe gerade, nebenan mein Rapsfeld ist auch erntereif und ich habe jetzt. Ich habe dir das Schneidwerk schon wieder zurückgebracht. Ich hab den vollen Durchblick diese Woche, ey. Allein geht alles drunter und drüber, aber ich. Wenn den Mitarbeiter frei hättest. Ja. Könnte der mir ja bis Anfang nächste Woche hier das Schneidwerk runterbringen. Vielleicht. Jo. So, Dienstag nächste Woche. Reicht, glaube ich. Hoffe ich. Ja, nicht, wir machen uns schon auf den Weg, so. Nicht, dass es dann zu spät ist. Ganz knapp. Jo, okay, danke. Bitte. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, jetzt kamen gerade 25.000 rein. War das die Gewinnbeteiligung von Jürgen? Dann können wir uns ja die Anhänger schon leisten. Das ist ja schick. Was soll ich denn Jürgen sagen? Der soll das Feld anden. Das wäre vielleicht ein bisschen schneller. Warte mal. Hallo? Ja, Jürgen, ich bin's nochmal. Du hast hier gerade was zu tun. Ich muss nur ein Auto oben bei der Polizei abliefern, dann nett. Mein Pachtfeld müsste geerntet werden, Raps. Ja. Aber. Ich hab dir übrigens was überwiesen, ne? Ah, das war von dir, okay. Ja, aber verrat's keinem, gell? Sonst muss ich Steuern zahlen. Okay. Kann sie Montag schon anfangen zu ernten? Gesehen, oder? Mit deinem Drescher oder soll ich mit dem vom Müller wiederkommen? Achso, du hast ja noch keinen eigenen. Hab übrigens mit dem Leumann gesprochen, gell? Ja. Der hat da wohl was in den Richtlinien verpeilt. Achso, okay, also, ja. Du kriegst nochmal einen Kredit. Mhm. Okay. Ruf ich ihn nochmal an. Jo, lass mir aber kurz ein paar Sekunden. Muss auch nochmal mit dem telefonieren. Jo, okay. Mit dem Drescher vom Dings da. Ja, supi. Weil ich bin hier noch Tabak ernten. Okay, ja. Danke, tschüss. Dann frage ich dich mal. Okay. Ciao. Ciao. Hallo, hier ist der Norman. Ja, Herr Norman, hallo. Sie müssten doch nicht zum Feld kommen. Okay. Ihnen direkt Bescheid geben, nur dass Sie den Mitarbeiter da nicht losschicken. Der Jürgen macht die Ernte. Ah, okay. Und dann hatte ich bei Ihnen noch irgendwie Geld ausgeliehen? Ja, also damals noch für die. Na, wie heißt es? Kartonproduktion. Ah, wie viel war denn das? Also 20.000 sind noch offen. 20.000. Warte mal, ich muss gerade ausfahren. Auf dem Feld kann man das ja mal machen. Die überweise ich dir gerade mal. Okay, dann sind wir. 20. So, müsste raus sein. Dann hast du keine Schulden mehr bei mir. Ja, das ist mal fein. Nur noch bei der Stadt. Jo, was sind dann Haufen? Wie viel? Bei dir sind noch 117.600. Okay. Nächste Woche komme ich damit auch wieder um die Ecke. Auch nur. Lass dir doch ein bisschen Zeit. Nee, passt schon. Bin gerade auf einem guten Trip. Also, Weg. Jo. Gut, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Gut, das läuft. Kredit, Privatkredit bei Neumann abbezahlt. Da bleibt jetzt ein Pflänzchen stehen. Hey, das ist wieder so typisch.
Razix wird drüben das Feld ernten. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen, soweit es geht zu ernten. Ich muss hier den Tabak weiter ernten, beziehungsweise ernte ich den nächste Woche wohl fertig. Ich hoffe mal, dass der mir nicht vergammelt. Sieht nämlich schon kritisch aus. Aber naja, ich gebe mir Mühe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.